Warum guckst du mich so an? Lana, was hältst du von einer Jahreskarte fürs Muland? Du verkohlst mich doch nur, Lincoln. Tu ich nicht. Du musst nur eine klitzekleine Minisache tun. Was ist es? Ich mach alles. Du müsstest einfach statt Lola zum kleinen Miss Prima und Perfekt-Wettbewerb gehen und gewinnen. Verarschst du mich jetzt komplett? Ah! Weißt du, wer hier vor dir steht? Jemand, der ihn jetzt schon liebt. Mulans neuesten Hit. Der Milchshaker. So schnell, dass du kotzend durch den Looping rast und deine Kotze wieder im Gesicht landet. Hör auf, Lincoln. Bin dabei. Aber was, wenn Lola das herausfindet? Du weißt doch, wozu sie fähig ist. Sie wird nichts merken, versprochen. Erstmal müssen wir dich waschen. Warum kann ich nicht wie sie sein? Weil du du bist. Du bist schludrig und schmuddelig und hast eine Menge Zeugs in den Taschen. Aber gerade das macht dich aus. Und es war blöd von mir, dich ändern zu wollen. Oh, danke, Lincoln. Meine Damen und Herren, Miss Lola Loud mit ihrem sagenhaften Bändertanz. Tja, ich bin dran. Ich tue mein Bestes. Vergiss den Bändertanz. Führ doch lieber dein wahres Talent vor. Ehrlich? Okay, aber dann können wir uns von den Jahreskarten verabschieden. Das ist mir egal. Jetzt geh und sei du selbst. Yo, Hops, gib mir ein Beat. Woohoo, das ist meine Schwester. Und das ist deine andere Schwester. Warte, das ist meine Schuld, nicht Lana. Das war alles meine Idee. Ich habe doch jahrelang an meinem guten Ruf in der Schönheitsbranche gearbeitet. Und du hast alles ruiniert! Lola, hör mal! Und die Gewinnerin ist Miss Lola Loud! Juhu! Lola, ich hätte mich nicht für dich ausgeben dürfen. Sei nicht sauer auf mich! Nein, das war echt nicht nett, aber du hast gewonnen. Und ich respektiere Gewinner. Aber trotzdem ist die hier für dich. Nein, du hast es verdient. Ihr beide. Und die Muland-Jahreskarten. Wir zwei fahren ins Muland! Also, ich habe zwei wertvolle Lektionen gelernt. Erstens, du solltest niemals versuchen, aus jemandem etwas zu machen, was er nicht ist. Und zweitens, wenn du jemals mit dem Milchshaker fährst, halt deinen Mund geschlossen. Wahnsinn! Oh, mein Mund war offen. Hey, Kumpel, wo ist dein Trainingsanzug? Lincoln? Kein Ding, ich hab noch einen dabei. Und Frühstück habe ich auch mitgebracht. Lincoln? Donuts! Lincoln! Ja, ja, ich weiß, Clyde, du brauchst Ballaststoffe. Ich hab ja auch Obst dabei. Lincoln, meine Dads und ich fliegen für 8 Tage nach Hawaii. Sie wollten mich überraschen. Was? Oh, tut mir leid mit der Tröte. Warte, sagtest du 8 Tage? Die Ferien dauern 9 Tage. Das heißt, wenn du zurück bist, bleibt uns immer noch ein Tag, um alles auf unserer Liste zu schaffen. Ja! Wir müssten die Liste aber schon etwas kürzen. Na klar. Listenkürzungsmodus aktiviert! Was hast du gestrichen? gar nichts. Genau genommen habe ich noch eine Sache ergänzt. Wow, du warst besser als ich. Ich habe 2 ergänzt. Das wird der wohl abgefahrenste und bombastischste Tag aller Zeiten. Seht nur zu, dass ihr zu Hause seid, bevor die Straßenlaternen angehen. Morgen ist Schule. Kein Problem, Mom. Damit bleiben uns 8 Stunden. Meinst du, wir schaffen das wirklich alles? Clyde, wir müssen es schaffen. Aber wir sollten uns noch ein bisschen dehnen. Au! Das reicht. Okay, der bombastische Wahnsinn geht weiter mit Punkt Nummer 2.
Fahrt mit der neuesten Attraktion im Muland, fliegt mit mir zu Muku. Voraussichtliche Wartezeit ab diesem Punkt? 3 Tage? Hey. Fahrgeschäftskontrolleure im Anmarsch, Verzeihung. Es hat funktioniert. Na schön, ihr zwei. Kein Vordrängeln. Und kommt ja nie wieder. Na, eine Sekunde sind wir doch geflogen. Ich würde sagen, das zählt. Oh ja, Muland. Das war eine super Idee, Leute. Ich freue mich schon auf die Euterschaukel. Oh, oh, oh. Vielleicht breche ich ja meinen Kotzrekord in der Quarkschleuder. Nächstes Mal. Heute gehen wir alle zusammen ins Sweetheartland. Das wird ein herrlicher Tag. Kakao teilen in der Kakao-Ecke. Händchen halten im Flieg mich zum Mond. Dämmertörn mit Floß im Buttertunnel. Genau richtig für dich und Dexter. Oh. Hey, kann ich dich kurz allein sprechen? Man macht das sicher auf eine bestimmte Weise, aber die kenne ich nicht. Von daher, tja. Ich mache Schluss. Was? Es ist nichts Persönliches. Ich wollte nämlich nur mit dir ausgehen, weil all meine Freundinnen auf Pärchen machen und ich wollte nicht allein dastehen. Spätzünder, was? Das ist hart. Bro. Oh, ja, Entschuldigung. Hör zu, das schnulzige Pärchending ist eben nicht meins und ich kann nicht mehr so tun, als ob. Tut mir leid, wenn du, dich Hals über Kopf in mich verliebt hast oder so. Eigentlich bin ich nur mit dir ausgegangen, damit meine Freunde aufhören, mich zu nerven, dass ich keine Freundin habe. Verstehe ich total. Kumpel, das ist ein Privatgespräch. Oh, ja. Tut mir leid. Bin schon weg. Wow, also, das hätte ich nicht erwartet. Aber ich bin froh, dass ich hier nicht der einzige Langweiler bin. Man ist doch kein Langweiler, weil man nicht auf diesen Pärchenkram steht. Vielleicht sind unsere Freunde ja komisch. So schön mit dir. Auf jeden Fall. Hier, bitte. Ein Keksteig-Milchshake. Herzlichen Dank, Sir. Hey, Lynn, du bist ja auch da. Setz dich zu uns. Ach, ist schon gut. Ich weiß ja, ihr macht euer Pärchending. Ich setz mich also an den Kindertisch. Haha, diesmal bist du aber fällig, Kumpel. Und los geht's. Bin gleich wieder da. Daneben, Mann! Gewonnen? 2 Karten für Starryland? Das sind VIP-Karten für eine exklusive Proberunde mit dem neuen Schokomilch-Shake-Shaker. Du hast die Karten gewonnen? Ich trinke schon den ganzen Morgen Schokomilch. Nimmst du mich mit? Na, natürlich! Ja! Der Schokomilch-Shake-Shaker soll so shaken, dass man auch Wochen später shake. Du bekleckerst mich mit Milch! Ah! Brunny Ann! Mein BFF-Radar hat mir gesagt, dass dir was Tolles passiert ist. Echt eindrucksvoll. Sie hat nämlich gerade 2 VIP-Karten für Starryland gewonnen. Wow, wir fahren in Starryland! Ja, stell dir vor. Halt, hast du nicht gerade gesagt, dass du... Ich nehme meine beste Freundin auf einen VIP-Trip in Starryland mit. Genau das sagte ich. Ich will meine Freunde nicht enttäuschen. Was soll ich nur tun? Psst. Wieso wendest du dich nicht an mich, Prima? Was kannst du schon tun? So wenig Vertrauen. Wir treffen uns vorm Eingang. Ich bring dich auf jeden Fall da rein. Ich kenn da wen. Echt jetzt? Karl? Karl! Du ruinierst meinen Abgang. Wo steckt Karl? Psst, psst. Also, wo sind die Karten? Tja, wie gesagt. Brunny Ann! Nicht zu fassen, dass du noch eine 3. Karte gefunden hast. Echt cool, oder? Sowas von Glück. Okay, geht schon rein. Wir sehen uns drin. Okay, schlüpf rein. Du bist der Hintern. Was? Wo ist meine Karte? Das hier ist deine Karte. Bobbys altes Kuhkostüm von letztem Halloween. Damit können wir ganz einfach durch den Personaleingang marschieren. Ich dachte, du kennst hier wen. Tu ich auch. Und zwar mich. Nein, das mache ich nicht. Gut, dann bleib hier, während sich deine Freunde auf dem Milchshake-Shaker amüsieren. Halt!
Ich tu's, aber nicht als Hintern. Tja, siehst du, voll das Kinderspiel. Und jetzt raus aus dem Kostüm. Hey, Moment! Keinen Schritt weiter! Oh Mann, dass die uns so schnell schnappen würden. Keine Sorge, sei einfach ganz cool. Du bist ein bisschen spät, Tippi. Komm, ich bring dich auf die Weide. Auf die was? Ganz ruhig. Ich weiß schon, was Tippi machen muss. Sie steht eigentlich nur rum. Wie schwer kann das sein? Okay, Kinder. Wer möchte sehen, wie Tippi aus einer Kanone abgeschossen wird? Yeah, yeah. Wow, diese Show ist seit meinem letzten Besuch hier echt besser geworden. Und was sollen wir jetzt tun? Aber vorher gibt's den Schweinchentanz. Ronny Ann hat noch nicht zurückgeschrieben. Wo bleibt sie denn so lange? Ich ruf sie mal an. Echt schräg. Ich glaube, ich habe Ronny Anns Handy eben unter dem Kostüm gehört. Mein BFF-Radar würde schon ausschlagen, wenn Ronny Ann in einem Kuhkostüm steckt. Hier, ich beweise es dir. Ronny Ann steckt echt in dem Kostüm. Ronny Ann, was machst du denn da drin? Ich erkläre es euch später. Helft uns hier raus. Uns? Call in der Kuh. Schnell, hilf mir ziehen. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Was ist mit Carl? Ja, bin noch in der Kuh. Abflug in 3, 2, 1, Feuer! Ah, eigentlich macht das total Spaß. Ich fliege! Holen wir Carl und verschwinden. Halt, stehen bleiben! Raus mit euch! Ihr solltet euch schämen. Hey, es tut mir wirklich leid. Ich hab's vermurkst. Eigentlich hab ich nur 2 Karten gewonnen. Und als ihr beide mit wolltet, habe ich es nicht fertiggebracht, mich zu entscheiden. Ihr solltet nicht denken, dass ich einen bevorzuge. Oh, Ronny Ann, das würden wir nie denken. Klar wollten wir beide mit, aber wir hätten das schon verstanden. Natürlich. Außerdem hat Rusty auch Karten gewonnen. Ich hätte also auch einfach ihn fragen können. Oh, das war echt blöd von mir. Ich hätte euch die Wahrheit sagen sollen. Ich verspreche, von jetzt an bin ich ehrlicher. Oh, Gruppenumarmung. Psst, Clyde. Oh. Hey, Lynn. Ich brauche deinen Rat. Okay. Aber wenn ich nun Angst habe, einen falschen Rat zu geben? Dr. Lopez sagt, dass meine Angst mich oft kontrolliert. Bingo. Genau deshalb komme ich ja auch zu dir. Also, ich habe da einen Kumpel. Der ist super tough und überhaupt in allem genial. Aber sie oder er hat vor einer Sache richtig Angst. Lynn, nichts für ungut. Aber ich habe keine Zeit für Hypothesen. Wie kann ich dir helfen? Gut, es sieht so aus. Ich fahre morgen ins Dairyland. Aber ich will nicht in den Molkeschrein, denn ich habe Angst davor zu reiern. Lynn, niemand übergibt sich gern. Ja, aber ich hasse es richtig. Als ich klein war, habe ich es mal in die Nase gekriegt und es eine ganze Woche lang geschmeckt. Niemals wieder. Also wie besiege ich diese blöde Angst und komme darüber hinweg? Besiegen geht nicht. Du musst damit leben und es deinen Freunden ehrlich sagen. Schau ihnen in die Augen und sag, ich fühle mich nicht wohl mit dieser Situation. Schwachsinn, was hast du noch? Es geht nur so. Dr. Lopez sagt, man muss zu seinen Ängsten stehen. Denn ansonsten verdrängt man sie so sehr, dass sie an anderer Stelle zutage treten. Ich habe Angst davor, zu spät zu kommen. Kann ich also bitte gehen? Gut, dann überlege ich mir eben was anderes. Danke für gar nichts, McBride. Lynn, bist du ganz sicher, dass du kurz vor der Fahrt diesen Dariana Grande Käsecino trinken solltest? Da mach dir mal keine Sorgen. Hey, gleich geht's los! Hey, schubst mich nicht! Oh Mann, es ist kaputt. Also weg hier, los! Ursula. Sorry, Leute, ich muss mal. Hey, Dairylander! Hier ist euer alter Kumpel Tippi. Kein Grund zur Panik, aber im Park läuft eine tobsüchtige Kuh frei herum.
Da bist du ja. Ist das zu fassen? Das war's jetzt mit dem Molkeschrei. Ja, schon gehört. Aber Sicherheit geht vor. Wir können garantiert ein andermal damit fahren. Das ganze Leben liegt noch vor uns. Nein, das stimmt nicht so ganz. Naja, ich meine das mit der Achterbahn. Der Molkeschrei ist ab morgen geschlossen. Denn an der Stelle wird das neue Dairyland Hotel errichtet. Was? Oh, was? Was ist besser, als im Dairyland zu spielen? Im Dairyland Urlaub zu machen? Jetzt rennt um euer Leben! Na los, Kinder! Jetzt haben wir die letzte Chance auf eine Fahrt im Molkeschrei verpasst. Das ist voll ungerecht, Leute. Jetzt werden wir nie wieder damit fahren. Bin gleich wieder da. Ursula, da bist du ja. Du lässt jetzt den Kuhkopf und gehst zurück in dein Gehege. Schon. Cooler Move! Lust auf unser Roller Derby Team? Das war unglaublich! Gern geschehen. Jetzt kann der Park wieder öffnen. Ha, danke, Kleine. Wuhu! Lynn, das war ja der Wahnsinn. Dank dir gibt es jetzt doch noch ein Reiherfest. Ja, viel Spaß dabei. Aber kommst du denn nicht mit? Nein, leider nicht. Ich hätte gleich ehrlich zu euch sein sollen. Ich will nicht in den Molkeschrei, weil ich solche Angst vorm Übergeben habe. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt sicher auslachen, aber so ist es nun mal. Wir werden dich nicht auslachen. Du meinst, ihr haltet mich nicht für ein Weichei? So ein Quatsch. Hätte ein Weichei den Mumm, die wütendste Kuh in Michigan zu reiten? Wenn du nicht mit dem Molkeschrei fahren willst, dann verstehen wir das voll. Nein, Süße, das ist Holstein. Mu tiefer, so wie eine Jersey-Kuh. Oh, Mr. Coconuts, ich muss Mrs. Bernardo erzählen, dass ich die Rolle hab. Die wird sich freuen, Süße. Oh, Kinder. Ich lag die ganze Nacht wach und hab geweint. Ach, ich meine, meine Emotionen ausgelotet. Ich war beim Vorsprechen und wurde abgelehnt. Zum 14. Mal. Oh, das ist die Rolle meines Lebens. Ich wurde dafür geboren. Wieso? Wieso nur bleibst du mir versagt, Heidi Heffer? Hast du Mrs. Bernardo die tollen Neuigkeiten schon erzählt? Vielleicht versüßen ein paar gute Neuigkeiten ja meinen Schmerz. Also, Luann. Wie lautet die frohe Botschaft? Ich habe eine neue Fliege. Ist die nicht klasse? Ach, und der Schmerz lebt weiter. Luann, übernimm du die Proben. Ich wische den Boden mit meinen Tränen. Luann, ich habe von meinem Popcorn-Stand aus Mrs. Bernardo gesehen. Sie ist hier im Dairyland in diesem Moment. Was? Dann weiß sie sicher, dass ich Heidi spiele. Dann wäre die Show für dich gelaufen. Ja, da stammt alles von einer. Das ist meine Rolle! Es kann nur eine Heidi geben. Das gibt ein grausames Milchbad! Sie darf mich hier nicht sehen! Luann laut! Wie schön, euch beide hier zu sehen. Das tut meiner gepeinigten Seele so gut. Oh, Mrs. Bernardo, was machen Sie denn hier? Immer wenn ich als Heidi abgelehnt werde, fahre ich hier Karussell und brülle so laut ich kann. So kann ich meinen Frust am besten loswerden. Wie wär's, wenn du mitkommst? Ich könnte eine Freundin brauchen. Das geht nicht. Sie hat versprochen, meine neue Popcorn-Sorte zu testen. Ja, die Light-Variante mit Hüttenkäse-Geschmack. Hüttenkäse-Geschmack? Klingt schlimm. Wie mein Selbstbewusstsein. Na gut. Okay, ich komme mit, aber nur ein paar Karussells. Oh, Luann, du Engel der Barmherzigkeit. Das scheint hat gut. Ich bin über die Ablehnung hinweg. Danke, Luann. Ach, schön, dass ich helfen konnte. Aber jetzt gehe ich lieber mal zu der Popcorn-Verköstigung.
Hier ist Tippi. Heidi Heffer bitte ins Eutatorium. Die Show fängt gleich an. Heidi, hört die Tortur denn nie auf? Ich muss mehr schreien, Luan. Milch hält die Welt zusammen, Milch ist so gesund. Aber Mrs. Bernardo, wieso sollten Sie denn hier drin schreien? Außer vielleicht, weil es die reinste Folter ist, diesen Song wieder und wieder zu hören. Was tun Sie da? Ich sage der da, wie ich empfinde. Hallo? Luan, wo steckst du? Wenn du nicht gleich kommst, kriegt eine andere die Rolle. Oh, Cheryl, Sie sollten doch nicht so viel Kuchen essen. Oh, Mrs. Bernardo! Ich habe die Rolle der Heidi gekriegt und wenn ich mich nicht beeile, dann bin ich raus. Zeit für einen spontanen Kulcher. Ich hätte es Ihnen sagen sollen, aber ich betrachte Sie als Mentorin und das wollte ich nicht aufs Spiel setzen. Es tut mir leid. Ach, du süße, alberne, entzückende Luan. Ich freue mich doch über alle Maßen für dich. Wirklich? Ich dachte, Sie wären sauer. Liebes Kind, ich wäre gern Heidi gewesen, aber ich bin auch stolz, dass du die Rolle ergattert hast. Und jetzt ab auf die Bühne. Ich bin da, Team. Lasst uns rausgehen und... Hey, was ist denn los? Cheryl ist in Kuchenteig gefallen. Ihre Ohren sind dicht und sie kann nichts hören. Die Show findet nicht statt. Sekunde, die Show wird stattfinden. Oh, gute Milchfee. Mein Bauch fühlt sich an wie ein Butterfass, wenn ich dran denke, dass dieser Traum bald vorbei ist. Das muss nicht sein, kleiner Käsekrümel. Da gibt's Joghurt und Käse dazu. Ja, da stammt alles von einer Kuh. Ja! Unsere Show war ein voller Erfolg. Kein einziges Mu im Publikum. Ja. Und alles dank dir, mein liebes Kind. Ich hab mich noch nie so gut gefühlt. Du liebe Güte, der Kuchenteig ist weg. Ich kann wieder hören. Als erstes Minigolf. Links vom Dinosaurierschwanz macht das Grün einen leichten Knick. Du musst den Schläger beim Putten anders halten. Ist das so schwer? Schlag den kleinen Ball einfach in den großen Dino. Wenn du nicht still bist, schlag ich dich gleich irgendwo hin, Kumpel. Guter Spruch. Hör zu, meine Schwester ist Profigolferin, also hör auf, sie zu hetzen, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Oh. Das war mein Schläger. Oh, darf ich raten? Sie wollen, dass wir uns vom Golfacker machen? Oh. Ich glaube, das waren genug Wortspiele für heute. Es geht doch nichts über Dairyland, um Spaß zu haben. Das Schild für die Fondue-Fälle sagt eindeutig nicht mehr als 3 Personen pro Käseboot. Aber heute geht es darum, dass wir zusammen sind. Und die Schilder sind nur eine Empfehlung. Ich glaube, hier wird gleich nicht nur die Milch sauer. Oh, entschuldige, konnte nicht anders.